33? Keine neue Attacke, schade. Schade, schade, schade. So, da kann ich... Moment, kann ich Viridium sagen, yo, Viridium, verpiss dich? Kann ich nicht, ne? Es war doch bei... Oder? Irgendwie, ach egal. Ich kann es nicht nach Hause schicken. Zwei Goldbarren, joa. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich noch so alles labern soll. Ich könnte mich wieder mehr, ganz viel über dieses Spiel gerade aufregen. Tatsächlich. Aber das kommt alles zum Fazit. Ich habe schon so vielen Parts, habe ich mich über das Spiel aufgeregt und schon erzählt, was ich alles nicht so gut finde an dem Spiel. Tatsächlich. Und ich heb mir das jetzt alles fürs Fazit auf. Das ist halt, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Parts ich noch so brauchen werde, sag ich mal. Es ist ja jetzt schätzungsweise... Hä? Okay. Ist ja jetzt schätzungsweise nur noch hier der Part. Ja, es ist wahrscheinlich schon neuer jetzt. Ist jetzt noch dieser Dungeon hier. Dann nochmal der Riesengletscher schätzungsweise. Auf Viridium. Komm her jetzt. Der Riesengletscher. Und... Hab ich? Warte mal. So. Und noch so viel, viel Stuff, sag ich mal, mit Kyurem und Somnium schätzungsweise, würde ich jetzt auch nochmal sagen. Und so weiter, also, ja. Legen das ab. Den einen Samen legen wir ab. Level-Samen und so lege ich auch nochmal weg. So, zack. Die Items mitnehmen möchte ich tatsächlich nicht. So. Jo, gehen wir weiter, ne? Ach Gottchen, Wirrweg. Okay. Hallo. Siberio. Okay. Ja, das ist ein Item. Wo kommt das Pokémon her? Ich sehe Emolga, okay. Neue Attacke. Alter, wie Molga, was ist denn mit dir? Wie viele neue Attacken du lernst, ey. Das ist unglaublich. Oh. Leute, es tut mir so leid, dass ich so lustlos dieses Spiel mittlerweile spiele, ne? Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Dass es so lustlos ist. Geht doch einfach von alleine um die Falle rum. Aber ja, es ist halt... Ich weiß nicht. So, tatsächlich... Macht es nicht so Spaß. Ich habe das selten bei Let's Plays so, dass sie mir irgendwann wirklich keinen Spaß mehr wirklich... Also, so gar keinen Spaß mehr machen. Aber, beziehungsweise, dass es so viele negative Punkte bei einem Spiel gibt, dass das dazu führt, dass es keinen Spaß macht. So, das meine ich. Habe ich tatsächlich selten. Sehr, sehr selten. Und der Mangel an Spaß ist definitiv vorhanden bei Mystery Dungeon hier. Muss ich leider zugeben. Aber ich habe ja gesagt, kommen wir dann später im Fazit komplett zu. Jetzt was dazu zu sagen wäre doof, weil zum Fazit eh alles nochmal kommt. Und ja. So, da ist ein Item. Na, Teddy setzt natürlich Flammenwurf ein, okay.
Dadurch, dass ihr auf mir nachgestellt habt, kommen Viridium und Emolga auch zu mir und nicht zu Teddy, um zu helfen oder so. Alles klar. Das ist natürlich nicht so geil. Aber gut. Alter. Ist okay. Ich höre die ganze Zeit so Attacken und so. Hi. Ich möchte nichts. Oh, hier ist auch alles voll, ey. Ja. So. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte verbrenn mich nicht. Ich wollte nicht verbrannt sein. Brennen ist immer so unangenehm. Schöner Volltreffer an der Stelle. Und Teddy, ey. Uiuiui. Hier hoch wollen wir. So. Da ist so ein Feld. Alles klar. Man erkennt das auf der Karte immer so schwer, finde ich. Ob das ein Item ist oder ob das so ein Feld ist. Liegt vielleicht daran, dass die Map echt so ganz klein ist. So, bei euch ja auch. Also sehr, sehr winzig. Sehr, sehr winzig tatsächlich. Sollte mir das angewöhnen, dass ich die Screens auf zwei Bildschirme aufteile. So. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Dann habe ich beides in groß. Bei euch im Let's Play geht es natürlich dann nicht auf dem Bildschirm. Aber für mich wäre das um einiges besser tatsächlich. Wenn ich dann mehr auf dem Kleinen auch so erkennen könnte. So, okay. Man kann ja gar nichts ausstellen hier, glaube ich, ne? Keine Animation oder so ausstellen. Gar nichts. Keine Textgeschwindigkeit umstellen. Warum trifft denn Teddy nichts? Diese Genauigkeit in diesem Spiel. Oh, Leute, nein, ich fange schon wieder an. Mich zu sehr zu beschweren. Oh, Alter, das war guter Damage. So, wir haben gerade ein Kraftband aufgehoben, ne? Ach, ich werde es nicht Viridium geben, weil es nichts bringt. Weil ich ja Viridium eh nicht im Team behalten werde. Also von daher... ist das... egal. Wo müssen wir denn lang, Alter? Erstmal noch hier abchecken, weil hier könnte ja ein kleiner Raum mit der Treppe sein. Wow. Es war sogar wirklich ein kleiner Raum in der Treppe. Alles klar. Gleich weiter. Mir ist aufgefallen, wir haben noch keinen dieser, ich sag jetzt mal Monsterräume gesehen, ne? Wo im ersten und im zweiten Teil vorhanden sind. Gibt's die hier nicht? Ich hoffe, ihr wisst, welche Räume ich meine. Ich bin ganz panisch, ich kann nicht kämpfen. Alter, was? Jungchen. Zack. Einmal mit Georock-Box abwerfen. Ach, Leute. Ei. Einfach Georock-Box. Wow. Daddy Level 34, ne? 34, ja. Nice. Da ist die Treppe, ich sehe die Treppe. Auf der kleinen Karte. Kennt ihr sie auch? Ich weiß es nicht. Vielleicht wenn ihr auf Vollscreen spielt oder guckt oder so. So. Zack, zack. Das ist ein Tank, Alter. Der hat richtig viel Leben. Richtig viel KP hat der Boy. U12. Nee, fertig mit dem Dungeon, wie es aussieht. Ja. Schau mal, Teddy. Von dort scheint er nicht zu kommen. Das wollen wir uns doch auch mal aus der Nähe ansehen. Vielleicht ist da ja der Ausgang. Oha. Das ist ja... einfach der Hammer. Hier sind ja lauter Gletscher. Teddy. Ich sah beim letzten Mal, als ihr hier wart, auch so aus? Ja. Ich erinnere mich an diese Aussicht. Seht ihr?
Also habt ihr die Zugangskarten doch ordnungsgemäß eingesetzt? Hui, du hast recht. Jetzt brauchen wir nichts weiter zu tun, als hier auf Natara und Shiana zu warten. Tja, wenn es doch nur so einfach wäre. Noch etwas lässt mir keine Ruhe. Und zwar dieses Geräusch. Was ist das bloß? Ich höre schon seit einer ganzen Weile. Was mag wohl dahinter stecken? Hoch? Oh, meine Stimme, Leute. Warum ist es auf einmal so dunkel? Mein Kaffee ist alle lol. Freunde, seht doch dort oben. Ja! Das ist ja... Hum! Das übersteuert sogar auf meinem Ohr, ey. In meinen Boxen. Es hört sich so an, als ob es komplett übersteuert. Der Sound. Komplett übersteuerter Sound, ey. Ja, kann das wirklich sein? Es stimmt doch was nicht. Der sollte doch noch ein ganzes Stück entfernt sein. Was hat der Hesper das also bitte schon direkt über uns zu suchen? Und er schwebt nicht bloß über uns. Er bewegt sich auch Stück für Stück vorwärts. Er hat sich bis hierher bewegt. Sag mal, bin ich einfach der Einzige, der hier noch ein weiteres Geräusch hört? Oh oh. Oh oh, Brutalanda. Hallo. Kämpfen wir jetzt gegen dich? Nicht gegen Somniam, gegen Brutalanda, wie es aussieht. Brutalanda! Fuck! Nee, nicht fuck. Was ist denn in den gefahren? Das ist Brutalanda. Einer von Somnias Helfershelfern. Was? Och nee, auch noch die, ey. Und auch die beiden Skelebra. Sie wollen uns den Weg abschneiden. Was machen wir jetzt bloß, Doki? Kämpfen. Was für eine Frage. Auf sie mit Gebrüll! Bra. Wir müssen zum Eispalast. Und zwar um jeden Preis. So. Teddy, setz mal bitte keine Feuerattacken ein. Wir haben Doppelhieb ist effektiv auf Brutalanda. Schockwelle? Macht Teddy Schaden? Warte mal. Ah nein, Moment. Das ist ja bei Attacken. Schockwelle aus. Wenn das Teddy Schaden macht, ist doof. Ja, das kann alles anbleiben. Item Sinelbeere auf Teddy. Sehr gut. Doppelkick macht ja viel Schaden, ne? Wir machen erstmal Brutalanda weg, würde ich sagen, ne? Aua, Teddy, ey. Der Emolga hat weniger KP. Und hier ist noch die Chance, dass die Attacken auf mich gehen. Oder auf Iridium, genau. Oha. Yes, alles klar, sehr gut. Wir haben noch eine. Zwei Sinelbeeren haben wir noch, naja, genau. Teddy. Sehr gut, Emolga, du hast getroffen. Bin stolz auf dich. So, ich muss jetzt aber auch mal wieder angreifen, Alter. Ja, gut, sehr geil. Oh, Emolga. Du bist aber auch doof manchmal, ne? Emolga. Deswegen hat Schockwelle Teddy getroffen. Wegen der Verwirrung, nicht wegen allgemein. Alles klar, okay, Moment, dann kann ich Schockwelle wieder anmachen, glaube ich. Obwohl, ist egal, ist erstmal egal. Sehr geil. Oh, oh. Nein, die was? Das hat mich gekillt. Das hat mir Damage gemacht. Ja, was ist denn momentan? Ist momentan irgendwas? Hagel oder so? Oh nee. Oh, Emolga, hör auf anzugreifen, wenn du verwirrt bist. Das kann man aber auch nicht ausstellen, ne? Glaube ich. Bra. Ja, wir haben es geschafft. Gemeinsam haben wir Brutalanda und den
Und den anderen Schergen. Brutalander und den anderen Schergen. Nicht Brutalander und Skelebra, nein, Brutalander und den anderen Schergen. Den Chaos gemacht. Aha, das wird euch lehren, euch in der Zukunft nicht mehr mit uns anzulegen. Wisst ihr, Tölpi, überhaupt mit wem ihr es zu tun habt? Gut, Leute. Nutzen wir die Gunst der Stunde und arbeiten uns weiter vor. Hey, Molga, hinter dir. Bruh. Bumm. Oh, Psyana. Okay. Du solltest nicht nachlässig werden, Emolga. Psyana. Meine Güte, Psyana. Hast du mir vielleicht deinen Schrecken eingejagt? Vor allem aber, danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Anscheinend habt ihr es ja alle unbeschadet hergeschafft. Gut. Nach Tara trifft noch rasch letzte Vorbereitungen. Er ist dort hinten. Lasst uns schnell zu ihm gehen. Ja, Nanu? Welche Vorbereitungen denn? Wir haben einen Weg gefunden, zum Eispalast zu gelangen. Oh, ernsthaft? Soll das heißen, ihr wisst, wie wir die Luft durchqueren können? Spitze! Ist ja kaum zu glauben. Wir sind wirklich zwei Genies. Ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir Genies sind. Sei es drum. Lass uns keine Zeit verlieren. Alles klar, Leute. Gehen wir. Entschuldige, dass du warten musstest nach Tara. Ich habe die anderen mitgebracht. Beschwört man damit nicht Magma-Portale? Nach Tara. Also habt ihr doch eine Methode gefunden, um mit Karten zum Eispalast zu gelangen. Ja. Allerdings benutzen wir dazu ganz besondere Zugangskarten. Sie sollten uns mehr ermöglichen, direkt dorthin zu gelangen, ohne Dungeon-Durchquerung. Wow. Ich wusste doch, dass ihr beiden Genies seid. Mein Respekt, dass ihr so geniale Zugangskarten entwickelt habt. Ich muss dich leider enttäuschen. Sie sind nicht von uns entwickelt worden. Die Karten, die wir heute benutzen werden, haben wir lediglich gefunden. Gefunden? Ja, wir haben sie in den Überresten des Berges aus Eis gefunden. Wir haben in den Eisblöcken gesucht, die vom Eispalast herunterfielen. Und darunter haben wir dann diese Zugangskarten gefunden. Ja, wie kann das sein? Kurz gesagt, Psyanas Intuition war genau richtig. Als wir das erste Mal zum Riesengletscher gingen. Weißt du noch, wie wir vor uns in der Ferne den Berg aus Eis sahen? Und wie uns die großen Gletscherspalten den Weg versperrten? Ganz in der Nähe fanden wir Spuren, die darauf hindeuteten, dass dort ein Magma-Portal beschworen war. Erinnerst du dich daran? Spuren eines Magma-Portals? Ja, ich erinnere mich. Doki war das aufgefallen, nicht wahr? Als wir dort dann die Zugangskarten ausgebreitet haben. Das Licht. Es weist direkt zum Berg aus Eis. Kein Zweifel. Das sind Spuren eines Magma-Portals. Und dieser Weg, er führt eindeutig direkt zum Berg. Was? Aber das ist ja dann... Irgendjemand hat dir ein Magma-Portal beschworen. Und ist dann zum Berg aus Eis aufgebrochen. Sprich, jemand war vor uns hier? Dazu kann ich nichts sagen. Es wäre möglich, dass riesige Pokémon so etwas wie Zugangskarten besitzen. Und sie quasi als Brücke über die Gletscherspalte einsetzen. Damals war es noch nicht klar. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich kann dieses Magma-Portal nur von einem einzigen Pokémon stammen. Echt? Ja, definitiv. Von dem Pokémon, das vor uns dort war. Du meinst doch nicht etwa Keldeo? Du sagst es. Keldeo. Keldeo ist das einzige Pokémon, das vor uns im Eispalast war. Und es ist, wenn es tatsächlich er war, der dieses Magma-Portal mit Zugangskarten beschworen hat, ergibt alles plötzlich einen Sinn. Das würde dann bedeuten, dass Keldeo sich im Umgang mit Zugangskarten auskennt. Und nicht nur das, er muss sogar ein wahres Genie auf dem Gebiet sein. Keldeo soll sich im Umgang mit Zugangskarten auskennen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, in all den Jahren, denen ich ihn kenne, habe ich ihn nie mit auch nur einer Zugangskarte gesehen. Nun, vielleicht hat er ja irgendetwas dazu veranlasst, sich dieses Wissen anzueignen. Sein Stil mag etwas eigen sein, aber das Talent ist unverkennbar. Die Anordnung, die er sich zur Überquerung der Gletscherspalten ausgedacht hat, ist jedenfalls absolut genial. Und diese Zugangskarten, die wir jetzt gefunden haben,
Was? Ihr glaubt also, sie stammen von Keldeo? Vermutlich. Keldeo muss klar gewesen sein, dass der Eispalast irgendwann abheben würde. Also hat er hat er Zugangskarten erschaffen, mit denen man die Lüfte durchqueren kann. Und sie dann von oben herabfallen lassen. Als Psiana meinte, wir sollten doch hier nach Anhaltspunkten suchen. Also da war ich erstmal verblüfft. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was wir hier finden würden. Ich hatte nur das Gefühl, Keldeo könnte irgendetwas mit all dem zu tun haben. Aber je mehr ich darüber nachdenke, dass es vielleicht Keldeo war, der mit Hilfe von Zugangskarten dieses Magma-Portal beschworen haben könnte, desto überzeugter war ich davon, hier vielleicht einen Hinweis zu finden. Diese ganze Sache mit Keldeo, ich weiß nicht wieso. Aber ich war von Anfang an sicher, dass mich meine Intuition nicht täuscht. Wahnsinn. Du wirst mir richtig unheimlich. Ich meine natürlich deine Intuition, Psiana. Wie dem auch sei, niemand hat etwas von Keldeo gehört, nachdem er den Eispalast betreten hat. Und dann finden wir hier diese Zugangskarten. So als hätte er sie für uns hinterlassen. Also wie man es dreht und wendet. Man kommt eigentlich nur zu dem Entschluss, dass Keldeo noch im Eispalast sein muss. Alter, langsam reicht's mit Vorlesen, ey. Oh, also kommt mir das nur so vor, da wird in diesem Spiel so viel gelabert. Oh, meinst du wirklich? Und dass er nicht auf der Seite von Kyurem und den anderen steht. Er hat schließlich einen Weg hinterlassen, die Lüfte zu durchqueren. Da ist es nur schwer vorstellbar, dass er Kyurem helfen will. Keldeo. Keldeo ist dort oben. Keldeo ist im Eispalast. Noch gibt es viele ungeklärte Fragen. Aber wenn wir Antworten haben wollen, müssen wir zum Eispalast. Ja, dann lass uns jetzt bitte da hingehen, ey.